Madesis Ring. Ihr glaubt, wir können. Ja, was ist das denn? Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, der letzte Part war ziemlich lang, muss ich sagen. Oh, aber naja, ist ja auch egal. Skillen wir mal ein bisschen Blocken mehr. Delfin ist hier. Ja, ich möchte gerne nach Flusswald reisen, denn wir sollen noch mit dir reden, aber vorher verkaufe ich nochmal einiges bei dem Gemischtwarenhändler hier. Boah, endlich haben wir die doofe Botschaft hinter uns, die mag ich nicht. Das ist so das Objekt, das ich überhaupt nicht mag. In der Story eigentlich. Boah, komm schon, nee, nicht ehrlich, oder? Ah, die machen um 8 Uhr auf, da muss ich 4 Stunden warten. 2, 1, bam. Steht immer noch Schloss knacken, aber ich kann sie so öffnen. Vier, ihr und ich. Wir. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Waffen. Ich würde dann gerne mal meinen, mein Stahlschwert für einen verkaufen. Und meinen Stahlstreitkolben. Genauso wie meine Stahlaxt. Auch wenn ich die gut finde, muss einfach mal sein. Kaiserliche Rüstung. Dann weg. Ja, das hier kann auch mal weg. So. Dann Schriftrollen, die behalte ich mal. Bücher kann man auch mal behalten. Hier, Drachenknochen. Nee, danke. Sind wir schon wieder um einiges leichter. Nice! Hey, aufpassen! Ja, ich möchte nur hier rein. Dankeschön. Den schlafenden Riesen. Wollt ihr kämpfen? Habt ihr deswegen eure Waffe gezogen? Ah! Ah! Nö. Moment. Was war das? Ich habe einen. Oh, Delfin. Wir kennen uns doch. Also jetzt schick den Elfendolch. Wie nice. Kommt da oben noch eine Wache an? Ihr seid ein Niemand. Okay, ich höre ja schon auf. Das dauert zu lange. Ihr Waffe weg. Nee. Hallo, Delfin. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Ist ja toll. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Hier. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Ja! Sie suchen jemanden namens Esbern, ja? Esbern? Er lebt? Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Ja, ist ja toll. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmo ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Was wissen die Talmo von Elbeni? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Esbern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmo uns im großen Krieg ausradiert haben. Aha. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Er sieht so aus. Gut, sie scheinen ihn in Rifton zu vermuten. Rifton also. Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Redet mit Brynjolf. Er hat Beziehungen. Das okay. Ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Werde ich tun. Ach, und wenn ihr Esbern findet... Wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Okay. Dann Truhe, wo sind meine Sachen drin? In der Truhe hier? Nee, die ist leer. Alle Truhen leer, toll. Ich sprich mit Brynjolf. Brynjolf, ja, das ist ein nicht ganz so seriöser... Kumpane, nenne ich ihn mal.
So. Karte. Da hinten ist Rifton. Gut, dann begeben wir uns mal nach Weißlauf, um dann nach Rifton zu reisen. Nein, nein, möchte ich nicht. Ich möchte gerne hier hinreisen. Dankeschön. Habe ich auch eigentlich hingeklickt, aber nein. Meint es ja wieder nicht anerkennen zu müssen. Es schickt mir einfach nicht genügend Anerkennung. So, jetzt sind wir wieder hier. Schön verregnet in Riften, wie immer. Erinnert mich ein bisschen an London. Ich kann euch zu Kutsche mieten. Ja, halt die Klappe. Ich möchte gerne nach Riften. Dankeschön. Dann sind wir weg. Und ja, ist auch schön. Wie mit unserem schicken Mischmaschrüstung-Teil. Wenn ihr noch nie in Rifton wart, besucht auf jeden Fall die Schwarzdornbrauerei. Nach ein paar Bechern habt ihr... So, Verzeihung, da hat sich einfach mal Skyrim beendet. Keine Ahnung warum. Buggy Skim. Nee, Buggy Rim, so. Ja, dann würde ich jetzt gerne hier da nochmal hinreisen. So. Manometer. Immer dieses Skyrim. So, wenigstens regnet es jetzt nicht. Dann würde ich jetzt gerne nach Riften. Hat sich einfach beendet und macht ein Update, das Skyrim. Wenn ihr noch nie in Rifton wart, besucht auf jeden Fall die Schwarzdornbrauerei. Nach ein paar Bechern habt ihr... Jedes Fürstentum verfügt über seine eigene Strafverfolgung. So mag im Weißlauf ein gesuchter Verbrecher beispielsweise in Einsamkeit als unbescholtener Bürger gelten. Ja, ist egal. Stehen bleiben. Ehe ich euch nach Rifton lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Besuchssteuer? Besuchssteuer? Wofür ist die denn? Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Was? Warum fragt ihr? Das ist schon bisschen Überpressung hier. Also gut, nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ja. Ich lasse euch ja schon rein. Ja, Moment. Geht doch. Ich öffne eben das Tor. Dann zack. Beeil dich, Opa. Dankeschön. Brauchst das Tor gar nicht zu öffnen. Vollidiot, ist schon offen. Manometer, immer diese Leute, die meinen, mich übers Ohr hauen zu müssen. Hoffentlich begegnen uns in Riften davon keiner. Ich bin schon wieder mit der Diebesgilde. Ich kenne euch nicht. Ey, halt die. Sucht ihr hier in Rifton nach Ärger? Ich habe keine Angst vor euch. Das ist die falsche Antwort. Das letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Störenfried, der hier groß rauskommen will. Ja, ist doch schön. Ihr könnt so tun, als würdet ihr mich. Red mit der. Nee. Aber ihr haltet euch. Red mit der Waffe! Red mit der Waffe! So, jetzt muss ich mit Brynjolf reden. Brynjolf ist hier drin, im Bienenstich. Bienenstich ist so eine Kuchenart ebenfalls schon. Und die Kaserne. Bürger von Rifton. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Ihr wollt kostenlose Informationen? Wenn ihr mir helft, werde ich sehen, wie ich euch helfen kann. Ist ja schön. Außerdem quellen eure Taschen auch nicht gerade vor Geld über, oder? So, doch, eigentlich schon. Was wollt ihr von mir wissen? Wartet, ich wollte nur ein paar Informationen haben. Nehmen wir überreden. Sich eine einmalige Gelegenheit entgehen zu lassen, ist aber noch schlechter. Woran habt ihr gedacht? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Toll, was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Okay, gut. Warum soll ich Brandschei den Ring unterschieben? Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Okay. Mehr müsst ihr nicht wissen. Das ist ja schön. Ich bin den ganzen Tag über auf dem Marktplatz, von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Kommt vorbei, falls euch noch danach ist. Ich werde am Morgen auf dem... Ja, es ist recht, Brynjolf. Also, Junge, wollt ihr euch ein paar Münzen? Gehen wir noch mal hier 8 Stunden dazu. Dann ist es auch 8 Uhr tags und dann holen wir uns dann mal dieses Ring und schieben dem unter. Dann ist der Part auch schon vorbei, sag ich mal. Muss ja nicht so lang sein wie die letzten immer. Oh
komm, machen wir nur eine Stunde drauf. Also, Junge, wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ich bin bereit. Fangen wir an. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Okay. Kommt alle her. Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an. Finger kommt weg. Alle her. So. Nee. Toll, aber ich habe hier noch ein paar Dietriche übrig. Wo ist er denn? Hier ist er. Oh! Ich hätte den gar nicht drehen brauchen. Und die ist auch nur Vize. So. Jetzt haben wir mal Desis. Komm, nehmen wir mal alles mit hier. Amulett von Talos lassen wir da. Kein Schubsen, kein Drängeln. Es ist Platz genug. Ach, Brynjolf. Was gibt es denn diesmal? Geduld. Bekleidung. Madesis Ring. Ihr glaubt, wir können. Ja, was ist verstehen. Das denn? Das müsst ihr hören. Ach, Brynjolf. Was gibt es denn diesmal? Geduld, Branschei. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Ich möchte sie nicht bestehlen, ich möchte einfach nur was bei ihnen reintun. Das habt ihr auch über die Irrlichtessenz gesagt. Und am Ende war es dann doch nur Zerstoßene mit Wasser. So, jetzt aber hier. Das war's für heute. Kommt morgen wieder. Oh, ich dachte jetzt schon. Vorsichtig. Was für eine Zeit. Ich habe wohl die richtige Person für den Auftrag. Genau. Habt ihr auch. Hier, bitte. Eure Bezahlung, wie versprochen. Dankeschön. Wenn man bedenkt, wie es hier in letzter Zeit läuft, ist es schön, dass unser Plan ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. Okay, ja. So. Bis zum nächsten Mal, Würschchen. Aber egal. Ihr habt den Auftrag gut erledigt. Und was noch besser ist... Das schaffe ich. In die von mir... Wenn ihr es heilt... Meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech. Aber so läuft... Was wollt ihr denn noch alles wissen? Okay, gut. Rattenweg. Gut. Dann, Rattenweg. Finde Brynjolf in der zersplitterten Flasche. Und da gehen wir im nächsten Part hinein. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Part.